Hallo Jena, einen schönen Gruß zum Freitag wieder von meiner Seite. Kleiner Wochenbericht, wieder viel los gewesen. Heute sind es 6 Themen, die ich für Sie mitgebracht habe. Zum einen gestern am Donnerstag ist es nun tatsächlich losgegangen. Sie sehen es hier vor mir schon liegen, das Programm von 72 Hours Urban Action. Diesen Helm, das ist nicht der offizielle von Urban Action, sondern der sieht genauso aus wie der Helm, den Volker Blumentritt getragen hat. Den hat er mir gesponsert oder geliehen für die Zeit. Wir haben gestern mit Jonas Zipf, ihm, mit der Staatskanzlei, Frau Sprenger, den offiziellen Startschuss gegeben für dieses Architekturfestival in Lobeda. Das, glaube ich, für die nächsten Tage bis Sonntag den Stadtteil und wahrscheinlich auch die Stadt insgesamt auf den Beinen halten wird. Mein ganz herzlicher Dank nochmals an Kerem Albrecht und Gilly Kajewski, die beiden Initiatoren dieses Festivals, und an Jonas Zipf, dass er das hier nach Jena geholt hat. Das ist ein Event, das unserer Stadt wirklich, wirklich gut zu Gesicht steht, sehr, sehr international aufgestellt. Ich hatte ja schon einmal darüber berichtet, letztes Mal. Das tue ich sonst selten. Hier ist es mir wichtig, auch im Moment, wo es jetzt tatsächlich abläuft, nochmal kurz darauf hinzuweisen. Sie sehen hier so ein bisschen versteckt das Programm. Sehr, sehr viele Veranstaltungen rings um das Festival. An 10 Orten wird gebaut, fieberhaft gebaut, 72 Stunden lang. Und ich freue mich, dass wir ein so internationales und, wenn man will, so hippes Event in die Stadt bekommen haben. Das ist jung, das ist quirlig, das ist sympathisch, wie die Stadt selbst, passt sehr gut zu uns. Und wir haben gestern bei der Eröffnung den Teilnehmern, den Lobedaren mitgegeben, dass sie von dem internationalen Spirit viel einsaugen sollen und denen, die von auswärts zu uns gekommen sind, dass sie von Jena dann wieder was zurück in ihre Heimat mitnehmen sollen, gedanklich, und gut über unsere Stadt sprechen. Ein wunderbares Event. Schauen Sie ruhig mal vorbei. Das läuft 72 Stunden lang seit gestern 16 Uhr. Ja, ein anderes Event war ein dezentrales Event, das die letzte Woche geprägt hat und noch an einigen Stellen die nächsten Tage prägen wird. Das traditionelle Maibaumsetzen, wo die drei Dezernenten und ich, wir uns zu viert quasi aufgeteilt haben, um schon im ersten Jahr möglichst viele Stationen abarbeiten zu können. Aber es läuft so viel zeitgleich, gerade am 30.04. und am 1. Mai, dass es selbst zu viert nicht zu schaffen war. Wir haben gesagt, wir machen das so, dass die Stationen, die Ortsteile, die wir jetzt im ersten Jahr nicht selbst erreichen konnten, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr diejenigen sind, die erst Zugriffsrecht haben. Und wir werden sicherlich auch intern mal ein bisschen durchtauschen, dass nicht in jedem Ortsteil immer der gleiche fährt, sondern dass man über die Jahre die ganze Stadtspitze mal vor Ort gehabt hat. Was ich von diesen vielen wunderbaren Veranstaltungen mitgenommen habe, war zu sehen, wie sehr gut, wie schön und wie angenehm viele unserer Ortsteile funktionieren. Und zwar nicht nur die dörflichen Ortsteile, wo es wirklich ein Genuss ist, mal ein intaktes Dorfleben noch zu erleben, wie die Menschen zueinander halten, wie da eins ins andere greift. Etwas anonymer geht es in der Stadt ja dann doch zu, aber auch in den urbanen Ortsteilen waren die Feste wunderschön. Wo ich wohne, eins greife ich vielleicht doch mal raus, im Damenviertel ist eine wunderschöne neue Tradition kreiert worden. Nicht das Maibaumsetzen, sondern das Maibocksetzen. Man nehme ein Glas Maibock und setze sich damit und rede miteinander. Schöne Tradition, dieses Mal zum ersten Mal. Ja, dann noch ein Thema, das viel Gravitas mit sich bringt. Wir haben hier in Jena ja seit mehreren Wochen, Monaten inzwischen schon eine Diskussion darüber, losgetreten durch ein Bürgerbeteiligungsformat in Vinzala, wie wir auch öffentlich mit dem Thema NSU umgehen wollen. Dass wir als Stadt ja immer wieder kenntlich machen wollen, ja, wir wissen, dass die Täter hier gewohnt und gelebt haben, aber wir als Stadt stehen wie eins dafür, dass sich sowas nicht wiederholen darf, schon gar nicht in unserer Stadt, und dass wir weltoffen, dynamisch, jung und eben zivilgesellschaftlich sehr stark engagiert sind. Und deswegen ist der Wunsch aufgekommen, im vorpolitischen Raum einen Platz in Vinzala zu benennen nach dem ersten Opfer des NSU-Terrortrios. Enver Şimşek war das, und der Vorschlag war, einen Platz vor dem Rewe-Markt nach ihm zu benennen. Ich war damals gebeten worden, öffentlich Stellung zu nehmen zu diesem Gedanken, und ich habe erklärt, im Einklang mit der Stadtverwaltung, mit den Fachleuten hier, dass ich es für den besseren Weg hielte, nicht ein Opfer alleine herauszugreifen, sondern allen 10 Opfern zu gedenken, und das dann am besten durch eine Tafel, die dort
ungefähr in der Nähe des Platzes am Jugendzentrum angebracht werden könnte. Ich halte das auch heute noch für die bessere Idee, wenn man denn nur eins von beiden machen würde. Nun gibt es aber den Vorschlag, und das ist schon eine Beschlussvorlage, die in den Kulturausschuss eingebracht ist, und das muss man dazu sagen, das entscheidet ja nicht der Oberbürgermeister, das entscheidet noch nicht einmal der Stadtrat, sondern da ist zuständig der Kulturausschuss. Und dem liegt jetzt ein Antrag vor von Thilo Schiek, Beate Jonscher und Jens Thomas, der vorsieht, erstens den Platz zu benennen, also mich zu beauftragen, das zu tun. Zweitens, und das ist mir besonders wichtig, das zum Thema des nächsten Bodo Kreev Kunstpreises zu machen, also 2021. Und drittens zu prüfen, wie das mit dem Rewe-Markt ist, ob der seine Postadresse behalten kann. Erstens und drittens ist unkritisch. Und den zweiten Gedanken finde ich ganz hervorragend, weil man, wenn man Außenwirkung mit diesem Thema erzielen will, ja sehr schön sehen konnte, welche Außenwirkung, wie viel und wie gute Außenwirkung für Eduard Rosenthal im Jahr 2018 und 2019 mit diesem Preis erzielt wurde. Und wenn man dann beides tut, den Platz benennen, eine Tafel aufzustellen und den Bodo Kreev Preis diesem Thema zu widmen in 3 Jahren, dann glaube ich, hat man den idealen Weg gefunden, dieses Thema zu behandeln, öffentlich zu behandeln. Und so wollen wir das dann auch machen. Ja, ein viertes Thema. Wir haben gestern am Donnerstag das neue Bestattungshaus eingeweiht. Werkleiter von KSJ, Uwe Feige, als letztlich Hausherr dort war mit zugegen. Und wir haben ein wundervoll hergerichtetes Haus gesehen, das gerade für diesen sehr, sehr ernsten und traurigen Anlass so gestaltet worden ist, dass es den Angehörigen, den Hinterbliebenen in der schweren Zeit, mit dem schweren Gang dorthin, den sie ja da vor sich haben, gut auffängt, sehr sympathisch, sehr hell gestaltet auffängt, also ein Raum, sofern das möglich ist, der Kraft und Zuversicht gibt in diesen schweren Zeiten. Und wir haben ein wenig erfahren über die Geschichte des Hauses, die sehr, sehr heterogen war. Da sind die unterschiedlichsten Nutzungen drin gewesen. Viele werden es wahrscheinlich am ehesten noch erinnern als den Sitz der Verwaltung der kommunalen Kindertagesstätten. Jetzt ist es ein Bestattungshaus, grundlegend saniert worden, wunderschön geworden. Also da auch ein Dank allen Beteiligten am Umbau. Und da haben wir, glaube ich, ein würdiges Ambiente für ein wichtiges Thema, das jede Familie irgendwann einmal berühren wird. Viel, viel weniger schweres Thema, ein sehr, sehr sympathisches, offenes, freundliches Thema war ebenfalls gestern am Donnerstag am Abend die offizielle und feierliche Einbürgerungsfeier für diejenigen, die in der Regel nach vielen Jahren vorheriger Anwesenheit in Deutschland schon den Schritt gehen wollten und dann erfolgreich gegangen sind, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Die Zahlen der neu Eingebürgerten sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Letztes Jahr waren es 79. Im Vergleich vor 10 Jahren war es stabil, eigentlich immer so 30 pro Jahr. Und die Stadt Jena hat es zu einer schönen Tradition gemacht, nicht nur irgendwann bilateral die Dokumente und Urkunden zu übergeben, sondern auch in feierlichem Rahmen im Rathaus einzuladen. Und die Hälfte etwa der Neueingebürgerten waren auch da mit Familien. Insofern war das Rathaus gut gefüllt. Und da in einer feierlichen Zeremonie die Neueinbürgerung, die Verleihung der Staatsbürgerwürde nochmal zu begehen. Ein sehr, sehr schönes Event. Die Kollegin aus dem Bereich Personenstandswesen hat eine wundervolle Rede gehalten. Es gab eine ebenso tolle Rede eines der Eingebürgerten aus Bangladesch, der mal so seine Sicht von außen kommend ursprünglich auf Deutschland. Ja, wir sind super pünktlich hier und wir haben eine funktionierende Verwaltung. Das war ein wunderschönes Zusammenspiel dieser beiden Reden. Eine prima Veranstaltung, wo ich auch unisono von allen der Neueingebürgerten die Rückmeldung bekommen habe, dass sie sich sehr gefreut haben, dass es so ein Format gibt, dass der Oberbürgermeister selbst mit dabei ist. Das war toll. Ja, und gleich in wenigen Minuten, heute am Freitag, werden wir das Richtfest begehen der Turnhalle an der Jena Planschule. Die Turnhallenkapazität ist ja über Jahre lang ein Thema gewesen, dass wir da viel zu wenig haben, dass es viel zu knapp ist gesamtstädtisch, das wissen wir, das hat die Verwaltung schon lange gewusst. Solche Prozesse dauern aber, bis dann eben das Geld da ist. Diese Turnhalle war, wenn ich es richtig sehe, auf der Prioritätenliste Nummer 5. Jetzt ist sie dran. Wer an der Tatzenpromenade vorbeifährt, sieht das Gebäude ja schon kräftig wachsen. Nun sind wir an dem Punkt, dass wir der Jena-Planschule und damit aber auch dem ganzen Viertel, es ist ja nicht nur schulische Nutzung, sondern auch Vereine können da dann rein, wenn es fertig ist,
endlich etwas mehr Kapazitäten bieten können. Das wird eine schöne Veranstaltung sein, die ich aber noch ankündigungshalber hier präsentieren muss. Das wird gleich erst noch passieren. So, das waren für heute 6 Themen. Schönes, schweres und insgesamt, glaube ich, war es wieder ganz interessant für Sie. Hoffe ich. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Wir sehen uns dann nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer ein schönes Wochenende. Genießen Sie es, auch wenn das Wetter vielleicht ein bisschen kühler ist. Schauen Sie mal bei Urban Action vorbei in Lobeda und dann bis nächsten Freitag. Machen Sie es gut.